Hallo ihr Lieben, was geht ab? Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Wir sind wieder am Start. Wenn ihr mich auf YouTube nicht findet, dann nochmal ganz kurz vorneweg der Hinweis. Ich war fast täglich jetzt auf Twitch am Stream. Also Twitch, die Streaming-Plattform, wer sie nicht kennt. Der Link ist auch sonst auch immer in der Beschreibung unter den Videos. Jetzt gibt es aber wieder die ein oder anderen Champions und Builds, die ich auf YouTube bringen möchte. Graves zählt tatsächlich nicht dazu. Aber Graves ist ein absolut geiler Jungler momentan und ich dachte mir, vielleicht kann ich mit ihm ein geiles Gameplay liefern. Eigentlich will ich euch ein paar Sachen in der Mitte zeigen, denn es wird gerade ersichtlich, dass die Pre-Preseason-Picks, die ich dachte, dass sie ausgestorben sind, doch gar nicht mal so schlecht sind. Denn meine Picks vorher waren ja LeBlanc, Orianna sehr, sehr viel und Ahri. Ahri sieht man jetzt hin und wieder mal. Sie scheint gar nicht so weak zu sein in der Preseason, wie ich dachte. Also werde ich vielleicht auch mal wieder Ahri auspacken, aber es geht mir speziell um zwei andere Picks noch. Einmal Qiyana Mitte, weil das der Champion ist, der mir einfach am meisten Spaß macht. Ja, Qiyana ist momentan weder Gott S noch A-Tier. Wahrscheinlich ist sie so einer der weaksten Midlane-Assassine, vor allem in den ersten Leveln. Aber es gibt auch noch einen ganz speziellen Orianna-Build, den ich euch ganz gerne mal zeigen würde. Und dann könnt ihr euch auf die nächsten Tage freuen. Da wird ein Video für euch kommen. Und jetzt will ich erstmal Graves wiederbringen. Ich hoffe, euch ging es gut. Ich hoffe, ihr kommt super durch die Corona-Phase. Ich weiß, keiner hat mehr richtig Bock drauf. Wann hatte man schon jemals Bock drauf? League of Legends ist zum Glück ein Spiel, was man ganz entspannt während der Corona-Phase noch zocken kann. Graves ist so stark momentan. Du baust Eclipse, du hast das Gefühl, also es gibt ganz viele Leute, die Graves auch bannen. Zu Recht, weil er so ultra mächtig ist gerade. Easy Level 3 Clear. Ich musste nicht einen einzigen Trank nehmen. Ich glaube, die Gegner haben Nidalee im Jungle. Graves ist nicht der allerbeste Nidalee-Counter, sage ich jetzt mal, aber. Okay, Sion Top Go-Dings gewordet. Guck mal, alleine schon, dass du den Buff so lange kiten kannst, ist krass, ne? Ich könnte in Fast Level 4 gehen. Oh, die sind aber schon sehr low. Ich sollte mir sonst die Krabben nochmal angucken. Die sind auch sehr wichtig. Ah, die kriege ich. Die Niederlande hat ihr Speer gerade schon verworfen. Muss sie flashen. Das meine ich mit Graves, das ist so ein ultimativer Bully. Okay, das schmerzt. Das schmerzt. Das schmerzt mir sehr. Ich versuche jetzt nochmal ganz schnell. Oh Gott. Ich werde mitten in die Ori reinlaufen, ne? Wenn die Niederlage gut ist, dann ist sie auch noch rechtzeitig hier, weil ich. Die hat hier wahrscheinlich straight nach dem Flash gerecallt. Ah! Ne, ich hab einen Smite. Muss ich aber nicht benutzen. Oh, wie voll ich schon wieder bin, ne? Ich kann eigentlich Mitte Gank machen. Scheiße, ich wurde gespottet. Ah, ich wurde gespottet. Da ist die Niederlage. Dann jungeln wir kurz weiter. Erstes Item ist Eclipse bei den Boots. Entweder Stahlkappen bzw. Murktreads. Je nachdem. Gegen die werde ich wahrscheinlich Murktreads bauen. Die haben Mordekaiser, Nidalee, Ori und Lux. Also viel CCs am Start. Ist die Frage, ob die mich hier noch countern will. Ich habe Flash ab. Ich habe Smite ab. Okay. Ich mach mal Early Smite. War jetzt vielleicht nicht das Cleverste.
die Nieder, die da unten? Alter, ich bin jetzt schon Level 5. Was ist Graves für ein mieser crazy Dude? Shit. Die werde ich nicht kriegen. Ich will nur den Ward. Dann ist hier ein Pink Ward. Einmal kurz Pink Ward securen, Mitte sichern. Kann ich Oli Draken? Ohne Item? Was ist denn ein Inferno Drake? Der lächelt mich gerade total an. Ich habe in der Preseason nicht wirklich die großartige Jungle-Erfahrung. Es sieht eng aus. Oh Gott. Es sieht verdammt eng aus. Geil. Geil, 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 dass die Arena gekommen ist. Ich glaube, alleine hätte ich es nicht gepackt. Was habe ich gesagt? Eclipse und Boots. Für das kann ich mir holen. Hole ich mir schnell die 1er Boots. Gerne auch einen Sweeper, to be honest. Okay. Ich habe sowieso oft schon gesagt, Jungle in der Preseason macht richtig Spaß, weil die Leute, die die Kills bekommen, sind entweder irgendein gefiedelter Carry oder die Jungler. Udyr, Kayn, Kha'Zix, Evelynn, Hecarim, Graves. Die ganzen Kills, ihr müsst mal drauf achten. Ich finde die Jungle-Position gerade ein bisschen heftig stark. Das hatten wir doch schon mal. Wieder unten eine Krabbe da. Ich bin schon Level 6, was geht ab? Bot fightet. Hab ich nicht gesehen. Ich gehe hinten rum. Er hält mich am Pinkwood vorbei. Und du wirst so ultimativ schnell, ne? Kill habe ich mal gelassen. Ich stehe einfach 301 und ich habe gefühlt nichts gemacht. Okay, man muss sagen, die Mitte hat mir ein bisschen die Kills gegiftet. Alto Belly, was ist Graves für ein Monster? Und ich sag euch das, wenn du Eclipse hast oder wenn ihr Eclipse habt, dann geht's erst richtig ab. Ich glaube, das ist aber auch ein Traum, ne? Jeder Graves-Main weiß, dass man so übel gerne tags. Und jedes Mal, als ich die Ahri... die Ori gekillt habe, habe ich auch noch richtig viel XP mitgenommen. Ich brauche gar keinen Smite mehr. Ich smite jetzt einfach. Die Mitte fightet wieder. Ich bin unterwegs, Bro, um abzuschrauben. Ich werde schon wieder abschrauben, ne? Ne, diesmal nicht. Ich bin in der Nähe, falls Niederlee kommt. Hier ist Nick. Ich gehe wieder Bot. Ich gehe wieder Bot. Ich gehe einfach wieder Bot. Ich weiß, die haben hier einen Pinkport, ich kann einfach wieder Bot gehen. Die können freezen von mir aus. Rampage 4-0, was geht? Kriegt sie auch beide? Er könnte beide kriegen. Kann er die mit der Passive noch wen holen? Ne, Niederlee zu schnell. Wir haben einfach 4-0 Drake am Start. Ich weiß gar nicht. Ja, ich kann weiter jungeln. Wobei, ich habe auch mein... Oh mein Gott, Minute 10 Item. Ist auch krank. Das heißt, ich mache hier noch ein Clear. Das Niederlee vielleicht zum Herald? Ich könnte da mal schauen. Ne. Da ist ein Pink Ward oben, good to know. Oh mein Gott, Graves fühlt sich ja mal noch viel heftiger an als vorher. Halleluja. Guck mal,
Dieses Kiten auch, ne? Das Camp hier oben habe ich auch noch nicht gemacht. Das müsste auch ratzfatz gehen. Kann ich schon smiten, weil ich gehe eh weg. Ganz ehrlich, ich kann auch noch mal top gucken. So ist auch nicht, ne? Schlecht gespielt. Das habe ich echt leider sehr schlecht gespielt. Ein bisschen überfordert mit meinen Mechanics. Eclipse ist ready. Und jetzt beginnt die große Party. Schuh als nächstes. Je schneller ich überall bin, desto besser, weil Damage habe ich genug. Clear Speed habe ich genug. Gankpotenzial habe ich genug. Ich geh Richtung Botlane. Weil wenn wir Botlane holen, dann können wir auch immer den Drake holen. Oh, Charm gemisst, sie hat kein Dings und der Speer trifft. Das war auch nicht so krass geplayed. Ich bin ein bisschen weit weg. Wahrscheinlich baite ich die jetzt mit dem Ping. Aber falls sie den Drachen machen, wäre ich, würde ich es gerne wissen. Okay. Oh. Ist auch schon Level 9, ne? Ist Graves ein Motherfucker oder was? Schon, ne? Geil! Einfach rein in die Olga! Okay, das hat sich, glaube ich, ein bisschen überperforming-mäßig ange. Ah, nee. Es hat sich ein bisschen überperforming-mäßig angefühlt, weil Dings noch dabei war. Lulu. Kurz an den Camps mal heilen. Man hat ja Omnivamp. Alter, dieser Champ ist anders. Dieser Champ, sie hat den Red noch nicht gehabt. Face Rush. Okay, das ist frech. Lux hat noch ihr Flash? Das ist frech. Das ist sehr, sehr frech nach diesem ganzen Fight. Dann muss Lux Flash jetzt gerade wieder abgekommen sein, I guess. Weil sonst, ne, das ist auch das Geile an Graves. Alter, die Ahri, die dominiert komplett well played. Als nächstes baut man Blutdürster und auf Mortius, meine ich. Ging. Nicht mal. Edge of Night, so heißt es. Und ich werde auch Edge of Night gehen, weil das sehr, sehr gut gegen die Gegner ist, gegen die wir spielen. Okay, wir gehen nochmal zum Drake. Neuer Versuch. Ich tobe mich gerade richtig aus. Ich habe richtig viel Fun. Also, wahrscheinlich gibt es auch in den Zuschauern den einen oder anderen Graves Main. Kuss auf die Nuss, wer überhaupt eingeschaltet hat, by the way. Aber ihr seht auch schon wieder, ne? Wer hat die Kills? Graves hat die Kills. Nidalee hat auch drei Kills. Carries halten gut mit, muss man sagen. Sehr, sehr low geworden. Push die Platten, wenn ja, bin ich da. Sie hat mich gesehen. Lässt sich leider nicht so verarschen, wie ich gern wollte. Sion kommt. Wow! Das ist krass. Oh mein Gott, mehr Damage! Ich glaube, ich bin safe.
Double Ults. Ich bin einfach wieder Full Life. Krass, ne? Oh, ich krieg sogar noch eine Lulu, weil ich die auch noch hab. Die Smoke Grenade hebe ich mir mal auf. Ein bisschen rausziehen. Zweiter Drache sollte uns gehören. Smite habe ich auf 600. Zack, den nehmen wir mit. Nidalee powerfarmt auch super effektiv. Die machen guten Counter-Jungle. Wenn man bedenkt, so meine besten Rollen sind Mitte, Support, dann fast schon ADC mit Jhin, Senna, Miss Fortune und dann Jungle. Glaube ich, machen wir uns ganz in Ordnung. Ich habe gerade richtig Bock, Graves zu spielen. Alter, shit. Was ein mieser Motherfucker, ohne Witz. Hier ist nichts zu holen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier ein paar Wards haben. Nach diesem ganzen Fight. Da unten ist einer. Was mit der Krabbe? Die ist weg. Nidalee Spots halt gejumpt. Das ist jetzt die Frage, wie scheiße. Nicht schlecht. Kann ich sie killen? Oh, shit. Die hat mich jetzt, ne? Sion! Ulti doch direkt, Sion! Muss er da erstmal seine Kuh? Ist okay. War sehr, sehr spannend. Nidalee ist ja auch sehr stark. Sie hat die Stahlkappen. Die bringen ja extrem viel gerade auf. Alles gut. War my bad. Trank brauche ich nicht mehr. Die Gegner reagieren auf jeden Fall super gut. Ja, Nidalee kriegt den auch. Kannst ihn ja nicht chasen. Sinnlos. Er hat TP. Just old. Mordekaiser? Er ist mad, ist okay. Scheiße, Tor ist gone. Ich hätte Nidalee vielleicht noch smiten können. Hätte ich dann genug Damage gehabt? Das ist alles Jungle-Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich meinen Smite noch ready hatte. Wir haben immer noch die Drake Win Condition. Immer noch die Drake Win Condition. It's fine, klar. Schon gedacht, dass ich den anderen Failplay machen werde. Ahri macht immer noch ihr Solo-Ding. Stark. Sehr stark. Ich bin jetzt Level 11. Hätte ich auch gerade gebrochen können. Hätte ich Ult Level 2 gehabt. Botlane Fight, deswegen mach ich mal ein bisschen schneller. Lux macht das gut. Nidalee hat wieder Mitte geholt. Ich muss Mitte halten, aber vorher würde ich gerne die Krabbe noch holen. Was? Habe ich die Krabbe gerade praktisch getushottet? Shelly's down. Shutdown Gold, das hat mir gut getan. 6-3, Nidalee steht 7-3. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alter, Graves ist im Jungle. Was ist das für ein Monster? Guck mal. Ist das Bombe oder was? Ich meine, ja, ich habe ein fettes Game und so. Ich will ihn jetzt auch nicht überhypen, aber ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass Graves momentan ein wirklich top Jungle ist.
Hätte Lulu mich noch kurz schneller machen können, das wäre nett gewesen. Muss ich das jetzt solo probieren? Mein Damage. Krass, sie musste ultien alles? Und ich habe trotzdem besser getradet. Kann ich gut mit leben? Ups. Nicht die. Hm. 25 Sekunden bis zum Drake. Ich traue mich nicht hier reinzulaufen, Bro. Ah, ich kann den Bot unterstützen, indem ich den hier mache. Dann könnt ihr den Ward of the Fan sehen. Ich würde den Drake einfach gerne rushen. Rushen Standard. Okay, der war schlecht. Wird eng. Ich hab ihn. Soll ich ihn noch raus? Kriegen sie Ori? Das wäre. Ah, die Sperr hat mich erwischt. Stark, die Ulti haben wir auch noch. Ich glaube, der hat noch Ult, der sieht allerdings, ne? Da habe ich ein bisschen Angst vor. Lass mal weggehen. Das war, glaube ich, ein 2-2. Scheiße. Okay, die gehen rein. Nehme ich auch noch mal rein. Might be too risky. Okay, never mind. Sie ist so reingefallen. Und Mitte kriegen wir auch noch, oder? Ich hab wieder Ult. Die läuft nach oben weg, macht sie gut. Deleted. 9-3. Jungler OP, Alter. Das lief jetzt echt ziemlich gut, der Fight. Wir brauchen, das Geist, wir wollen noch einen Drachen. Muss ich nochmal ultien, sonst wäre die weg gewesen, ne? Unstop. Alter Belly, man ist so mächtig. Ich glaub's nicht. Macht richtig Spaß gerade. Feuerst einfach deine Wumme ab. Sogar die Jungle Creeps sind, by the way, geblendet, ne? 4200. Oh mein Gott, Jungle Main musst du sein in der Preseason. Edge of Night ist ready. Was heißt das? Blutdürste noch? Da haben wir es. Zack, zack, zack. Ich habe es fast komplett sogar. Ich weiß gar nicht, was man danach dann baut. Anti-Heal? Ich könnte mal auf Momotius sogar noch bauen, actually. Die haben echt super viel AP-Burst. Ich glaube, ich mache das. 2 Minuten bis zum Drake. Oh, Mitte pusht. Ich bin so strong. Sie haben Ulti auch noch. Gehen wir noch mit rein. Schade. Beide geflasht. Okay, ich habe alles verkackt. Weiß aber keiner. Ich habe den Slide über die Wand versemmelt. No. Na, ich dachte, mit Eclipse reicht es vielleicht. Oh, das ist dann doch noch ein bisschen eine andere Nummer, ne? Never mind.
Jetzt nur nicht die Niederle rein. Ich bin so tot, die ist bestimmt gewordet. Ich will diesen fucking Rapper. Gegner surrendern! Graves OP! Oh mein Gott! Niederle ist auf Kacke! Oh, so liebe ich League of Legends, wenn man einfach mal aus seiner Komfortzone rausgeht, was anderes spielt und dann richtig Spaß damit hat. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch über ein YouTube-Video. Danke auf jeden Fall alle, die noch da geblieben sind, die immer fleißig liken und subscriben. Küsschen aufs Nüsschen für euch. Ich sag's euch, wenn mal kein YouTube-Video kommt, schaut auf Twitch vorbei. Wir ehren, Ari hat eigentlich super Solo gespielt, Sion hat mich geblamed, Jin, Lulu. Lulu hat mich auch oft supportet, aber ich glaube, ich ehre hier die Ari. Oder? Liebe zum Supporter? Lulu oder Ari, wer hat's mehr verdient? Ich geb's der Ari. Ich glaube, die hat overall einen super guten Job gemacht. Stark. Sehr, sehr stark. Most Damage haben wir auch. Ori with Muramana, es wird geblamed und das ist genau das, was OP ist und was ich euch im nächsten Video zeigen möchte, falls ich Ori bekomme. Danke für eure Zeit. Wenn ihr mehr YouTube-Videos sehen wollt, wenn ihr vielleicht sagt, Mike, jungle mal öfter, ist geil. Vielleicht habe ich auch als Jungler mehr Impact auf allen Lanes. Wenn ich dann ein bisschen besser den gegnerischen Jungler noch tracke, dann ohne Witz, ey, vielleicht ist Jungle die Lösung. Ey. Hecarim ist geil, Graves ist geil. Es gibt so viele coole Jungler. Danke auf jeden Fall für eure Zeit. Ich will euch auch nicht weiter aufhalten. Wie gesagt, Liebe an euch. Danke fürs Zuschauen. Euer Mr. MikeLP. Haut rein. Macht's gut.